An der Ips kämen die sechs jungen Burschen, die unser Musikantentreffen so schwungvoll eröffnet haben. Wir sind also heute in Niederösterreich zu Gast und ich darf Sie recht herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie wieder mit zuschauen. In Artstetten, im Waldviertel, an der Grenze zum Mostviertel, steht dieser wunderbare Heuriger. Und Most, also Obstwein, wird da so trunken wie bei uns in Bayern das Bier. Ich glaube, einen Most, den mögt ihr auch recht gern, oder? Ja, den trinken wir schon recht gern, ja. Ja, und was ist euer übliches Musikantengetränk? Wo? Was sehe ich da? Soda Zitron. Aha. Ein Bier trinkt ihr aber auch ganz gern, ja, oder? Ja, ein bayerisches Bier. Ja, ist auch gut. Ich habe gehört, nicht beim Most und auch nicht beim Bier, sondern beim Schnapseln ist euch zwei, Roland und Georg, die Idee gekommen, eine Tanzmusik zu gründen. Stimmt so. Stimmt schon, oder? Ja. Ihr zwei habt schon miteinander musiziert? Ja, wir haben schon länger Volksmusik gemacht miteinander. Mhm. Und dann haben wir mal die Idee gehabt dazu. Also späterer Stunde. Mhm. Und haben ein paar Späßeln gefragt und haben sich eigentlich alle gleich gefreut. Mhm.
und haben die erste Probe gesetzt. Und seit 2011 musiziert ihr jetzt miteinander als Schnapsidee, oder ich sag's ja Schnapsidee, gell? Schnapsidee. Ganz so heißt sie die Gruppen. Genau. Ihr kommt alle aus Weidhofen. Das ist also volksmusikalisch eigentlich fast so eine Hochburg in Niederösterreich. Also da rührt sie wirklich viel. Warum ist das so? Wir haben eine super Musikschule mit super Musiklehrern. Mhm. Also nicht nur Volksmusik, sondern generell aber natürlich super Volksmusiklehrer. Mhm. Wo der Georg zum Beispiel auch war. Mhm. Und das hat sie, also das ist schon die Grundfeste dafür, dass das funktioniert. Also ihr habt praktisch auch alle an der Musikschule gelernt, sozusagen. Mhm. Ja, also die Volksmusikförderung findet an den Musikschulen statt. Die Musiklehrer, die stellen auch gleich Gruppen zusammen. Und so eine junge Nachwuchsgruppe, die erleben wir jetzt auch, Zunderberger. Und die können nicht bloß gut musizieren, sondern auch singen. Und das kriegen wir jetzt zum Herrn. Musikanten spitz auf und geht's ganz gut drauf und geht's ganz gut drei, weil mir das Dirndl wird gefallen. Und jetzt hab ich einen Kreizer, der gelernt auf ein Bier. Musikanten spitz auf, dann albett eng dafür. Wir spülen euch heut auf und sind ganz lustig drauf, ja, und hört uns gut zu, denn es kennt man nur genug. Musikanten spitz auf, lass die Geigen klingen, wenn wir kein Geld mehr haben, werden wir's morgen bringen. Musikanten spitz auf, aber meine Landsfuhr, und ich geb euch an 20er vom Kaiser Franz, und ich geb euch an 20er vom Kaiser Franz. Der Musikanten-Vierzeiler war das, ein Lied von euch. Ist das ein Lied aus der Region? Ja, genau, das ist ein Volkslied aus Niederösterreich. Mhm. Und das haben wir eben auch speziell für den niederösterreichischen Volksmusikwettbewerb, der jetzt immer in Krems ist, vorbereitet. Mhm. Und bei diesem Volksmusikwettbewerb habt ihr ja recht gut abgeschnitten, oder? Ja, genau, wir haben eine Auszeichnung erspielt. Gratulation, genau. Dankeschön. Ja, ich habe euch vorhin als junge Nachwuchsgruppe angekündigt und das stimmt auch. Denn ihr drei, Gerhard, Lucia und Hanna, ihr seid 16 Jahre alt. Und die Laura, die ist auch nicht recht für Alter, 17 Jahre, gell? Ja. Und ihr kommt alle aus Sonntagberg, also Sunderberg, sagt ihr. Ein wichtiger Wallfahrtsort mit einer wunderschönen barocken Basilika. Habt ihr da auch schon drin gesungen oder musiziert? Ja, also das kommt schon manchmal vor, dass wir da spielen dürfen. Zu einer Hochzeiten oder bei was für Anlässe? Zu sämtlichen Anlässen, ja. Und auch bei der Volksmusikantenwallfahrt, die ist einmal im Jahr. Da haben wir auch schon mal musizieren dürfen. Und die geht da auf den Sonntagberg? Genau, genau, ja. Sehr schön. Ja, wer hat euch denn in puncto Volksmusik gefördert oder ausgebildet? Ja, also das war der Lagler Johannes, was da hinten sitzt. Der sitzt auch da, den darf man an der Stelle gleich begrüßen. Johannes, schön, dass du dich so um den Nachwuchs kümmerst da in Niederösterreich, im Mostviertel sozusagen, gell? Genau, ja. Also der Johannes unterrichtet im Musikschulverband Region Sonntagberg und in Weidhofen in der Musikschule. Und Lutz und ich haben halt schon also da Einzelunterricht gehabt und halt solo steirische. Und so ist er halt auch. Also unser Lehrer im Ensemble und dann jede Woche Probe. Und genau. Also einmal trefft euch und gibt euch der Johannes dann auch die Stickel? Ja, oder wir dürfen sie auch selber was aussuchen, je nachdem, wie es gerade ist. Und jetzt hören wir von euch auch einen schönen Walzer mit zwei steirische Bass- und Harfenbegleitung. Bitte. Thank you.
Ja, was bringst du uns kurz? Eine gute Jause bring mir ich damit. Eine gute Brotzeitplatte. Ja, der vielleicht kurz vorstellen, das ist also die Anni Landstätter, die Wirtin, die uns so herzlich aufgenommen hat, und ihre Tochter, die Emily. Ja, und du bringst uns jetzt da lauter Hausspezialitäten aus eigener Herstellung. Das musst du uns jetzt aber erklären, was da alles auf dieser Jausenplatte drum ist. Ja, da ist ein Gesöchts oben, ein Surbraten, dann eine Presswurst und ein Saumeisel und ein Schweinsmeisel. Ein Saumeisel, sagst ja. du? Was ist das? Das ist ein faschiertes, das, was mit, das ist das, ja, das Saumeisel. Genau, was mit Salz und mit Pfeffer und Gewürze gemacht wird und dann in ein Netz gewickelt, in ein Schweinsnetz, und dann wird es geräuchert. Also ihr habt eine Räucherkammer, genau. Da hängt das genau. drin. Und die Gewürze und so, das ist also ein bisschen eigenes Rezept. Genau. Hast du das richtig gelernt? Nein, habe ich nicht. Ich habe mir das angeeignet von der Oma, von meinem Vater. Und du machst also diese ganzen Fleisch- und Wurstspezialitäten genau. ja. sozusagen. Ja, und du hast uns einen guten Most gebracht. Genau, einen selbstgemachten Most habe ich mitgenommen. Wann geht's denn wieder los mit der Ernte? Heuer glauben wir so, dass wir so Ende September, Anfang Oktober anfangen können mit der Ernte. Je nachdem, wann das Obst dann runterfällt von den Baum. Also das muss praktisch zuerst genau. am Boden liegen. Genau. Warum wartet man da so lange? Wir warten, bis es runterfällt, weil dann können wir sicher sein, dass es reif ist. Weil wenn es nur auf die Baum umhängt, ist es vielleicht noch nicht süß genug für unseren Most. Deswegen warten, bis es runterfällt, und dann starten wir mit der Ernte los. Und habt ihr da dann Helfer? Ja, also die Oma und der Opa helfen da und sonst die ganze Familie. Da hilft jeder zusammen und dann geht das ganz geschwind. Und dann wird praktisch das Obst erst einmal gepresst zu Saft? Und genau, dann muss es zuerst waschen, zerkleinern, und dann macht man einen guten Apfelbirnensaft. Das wird dann nur mit Hefe angesetzt und dann ist es ca. 6 bis 8 Wochen in der Gärung. Und dann kann man schon trinken? Ja, dann darf man nur füttern, einmal grob und einmal fein. Da ist das Ganze dann gut zum Trinken gehen und dann darf man schon ausschenken bei unserem Heurigen. Aha. Anni, wie lange ist denn der Gasthof schon im Familienbetrieb? Seit meine Großmutter hat das Leibrentenfreder gekauft und seitdem. Also die dritte Generation. Dritte Generation, genau. Und kommt das öfters vor, dass bei dir Musikanten aufspielen? Ja, das kommt schon öfters vor. Also bei uns kriegen die Musikanten ein Freibier und bei dir ein Freimost, oder? Genau. Ja, also nicht neidisch sein. Wir werden uns jetzt die Brotzeitplatten schmecken lassen. Aber Sie haben in der Zwischenzeit die Gelegenheit, sich da in der Gegend ein bisschen umzuschauen. Die Marktgemeinde Artstetten-Pöbring mit seinem schönen Schloss, dessen 7 Zwiebeltürme schon vor Weitem erkennbar sind, liegt direkt an der Donau. Nicht weit weg vom bekannten Kloster Melk. Die Donau ist auch die Grenze zwischen dem Mostviertel im Süden und dem Waldviertel im Norden, mit seiner hügeligen Landschaft und den vielen Waldflächen. Gerade im Herbst kann man bei klarem Wetter seinen Blick in die Weite schweifen lassen. Den Most mag man auch im Waldviertel, und so trifft man sich gern bei einem der vielen Heurigen. Wir sind mittlerweile in den gemütlichen Saal reingegangen, wo weitere Sänger und Musikanten aus dem Wald- und Mostviertel singen und aufspielen. Die Trachtenkapelle Artstetten begrüßt uns da mit einem Marsch. Thank you.
Stelle Artstetten. Und euch da drin erst einmal ein herzliches Grüß Gott beim Musikantentreffen in Niederösterreich. Im Landhaus Heuriger Landstätter sind wir heute im Waldviertel an der Grenze zum Mostviertel. Ja, und die Trachtenkapelle Artstetten unter der musikalischen Leitung vom Herbert Reiter hat für uns den Lederhosenmarsch gespielt. Ihr habt ja alle eure Lederhosen an, gell? Von wem stammt denn dieser Marsch? Der stammt ganz aus der Gegend, vom Direktor Martin Fußtal aus Ispertal. Mhm. Du bist jetzt seit 2013, glaube ich, der musikalische Leiter. Das kommt ungefähr gut, okay, hin, ja. Also Musikkapellmeister, sagt man bei euch. Mhm. Hast du vorher schon bei dieser Trachtenkapelle als Musikant mitgespielt? Ja, ich bin in den Verein 1994 eingetreten, habe zuerst Klarinetten gespielt und dann Flügelhorn. Und seit wann gibt es jetzt die Kapelle? Gegründet wurde sie 1991. Mhm. Ja, wer war denn so der Initiator für diese? Also die Idee geht eigentlich zurück auf den damaligen Bürgermeister. Der Franz Walkshofer war sozusagen der Initiator und hat sich dann Mitstreiter gesucht, die ihn unterstützt haben, das Vorhaben umzusetzen. Mhm. Und wie viele Mitglieder habt ihr jetzt inzwischen? Wir sind knapp 40 Leute. Und 19 sind heute da, und zwar bunt gemischt. Ganz hinten an der Tuba sitzt der Benedikt. Benedikt, steh mal auf. Er ist erst 11 Jahre alt und spielt das größte und tiefste Instrument. Das ist ein Applaus wert, die Mona. Also vom Alter her habt ihr keine Begrenzung. Weder nach oben noch nach unten. Also wer gut ist, darf mitspielen. Ja, und nach diesen kraftvollen Blasmusikklängen freuen wir uns jetzt auf die Stubenmusik Berger. Berger hat für uns so flott aufgespielt. Ihr kommt alle aus dem Mostviertel. Seit 26 Jahren musiziert und singt ihr fünf Brüder schon miteinander. Aber ich habe gehört, ihr habt noch mehr Geschwister. Na ja, ist dann noch nicht alle. Einer geht noch, der Uli nicht. Ein Bruder praktisch noch? Ein Bruder noch, ja. Und jeder hat aber eine Schwester auch noch. Und jeder hat eine Schwester auch noch. Ja. Aber das ist alle die gleiche. Das ist alle die gleiche und das ist dann die jüngste. Das ist dann die jüngste. Also seid ihr zu siebt praktisch. Ja. Genau. Ja, und der älteste Bruder, habe ich gehört, der war sogar bei den Wiener Sängerknaben. Ja, und hat halt die klassische Richtung eingeschlagen. Aber ihr seid ja auch alle im Kirchenchor aktiv. Sind wir alle, ja. Verschiedene also, Kirchenchöre, ja. Singer derzeit ja ganz, ganz gern. Mhm. Ja, und eigentlich seid ihr alle mit der Musik groß geworden, aber nicht unbedingt mit der Volksmusik. Wer hat euch denn dann zur bodenständigen Volksmusik gebracht?
Christoph. Zur bodenständigen Volksmusik, das war ein Großonkel von uns. Ja. Der hat uns 1993 war das mittlerweile, hat einmal gesagt, wir machen einen Heimatabend in Verschnitt und da brauchen wir ein wenig lässige Musik. Und da hat er gesagt, okay, Bergerbuben, wollt ihr uns nicht ein Stickel spielen? Das ist ein C5 Burma und kommt zusammen und spielen wir ein Stickel. Und das war der erste Schritt für uns in Richtung Volksmusik. Mhm. Und habt ihr dann auch so Seminare besucht oder so? Naja, wie wir gesehen haben, dass uns das Spaß macht, das miteinander Volksmusik spielen, haben wir natürlich dann die Fühler ein wenig ausgestreckt und haben gesehen, heute gab es noch einiges und haben dann natürlich verschiedenste Seminare besucht, wie es unten in Secker war, da haben wir sie einmal getroffen unten dann. Im Schloss Secker, ja. Schloss Secker, genau, ja. Steiermark, ja. Groß Russbach und auch im Baumschlagerberg in Vorderstuhl draußen. Und es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, wo man sich auch in der Volksmusik noch ein wenig was anschauen kann. Ja, eure erste CD hat einen ganz einen speziellen Namen, Gräherhalden oder so ähnlich. Das ist also ein Begriff, den sie früher halt bei den Bauern gehabt haben. Weißt du, wenn sie aufs Feld rausgegangen sind? Heute geht das alles ruckzuck mit den Maschinen, aber da waren sie den ganzen Tag oft draußen am Feld. Gell? Und dann haben sie sich auf die Nacht halt zusammenlassen vor dem Haus. Da ist eine Bank gestanden, das war die Gringerbank. Und da haben sie sich dann niedergelassen. Da hat es dann auch meistens einen Krug Moos dazugegeben. Ja. Hier und da auch ein Stampel Schnaps. Trinkt man auch ganz gern bei uns. Gell? Und dann haben sie halt zum Musizieren angefangen, zum Tanzen. Und wenn es lustig geworden ist nach dem Schnaps, das war halt so das Gringerhalten. Also ein Glas Most mögt ihr auch ganz gern? Mögen wir ganz gern, ja. Stellt ihr den auch selber her? Natürlich. Also alles, was gut ist, macht man sich schon selber, ja. Ja, und jetzt wird's interessant. So was haben wir nämlich bei einem Musikantentreffen noch nie gehabt. Jagdhornbläser. Und dass viele Jagdhörner synchron und wirklich sauber zusammenklingen, das ist gar nicht so einfach. Aber der Jagdhornverein Windhag, der ist also preisgekrönt. Die Spieler waren sogar schon Europameister. Und wir hören jetzt von einer das Stück Gruß vom Glatzberg. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. 14 Paar Fußhörner so sauber zum Klingen zu bringen, da steckt wirklich Können dahinter. Und neben mir steht der Obmann vom Jagdhornverein Windhag, der Walter Reitbauer. Gruß vom Glatzberg habt ihr uns gespielt. Wo, genau, wo liegt der Glatzberg? Das ist ein Berg in Weidhofen bei uns. Ja, aber Walter, sei ehrlich, ein paar Profimusiker habt ihr ja schon in eurem Verein, oder? Eigentlich schon, ja. Okay. Wer ist denn das zum Beispiel? Das ist der Luki da hinten, der Lukas Gassner.
Er ist Mitglied im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk. Aha, also bei uns? Ja, also bei euch ist er. Ja. Sehr gut. Dann ist der Franz Obermüller. Mhm. Der ist Hornist im Orchester der Wiener Volksoper. Mhm. Und dann haben wir noch die Daniela. Die hat auch ein abgeschlossenes Hornstudium. Mhm. Und sie ist verantwortlich für unseren Nachwuchs. Und sie ist Hornlehrerin. Ach, sehr gut. Ja. Und du bist ja selber auch Hornist? Ja, ich bin seit 35 Jahren spiel im Wiener Johannes-Strauß-Orchester. Aha. Und dann bist du auch auf Tournee ab und zu? Ja, ab und zu. Mhm. Ja. Wo seid ihr da zum Beispiel? Naja, also die letzten, sag jetzt, 35 Jahre, so ziemlich auf der ganzen Welt. Und wir sind jetzt in Vorbereitung mit einer Tournee mit China und Japan mit 3 Wochen. Auch wenn du natürlich viele erfahrene Bläser da im Verein hast, aber das Schwierige am Jagdhornblasen ist ja, es gibt keine Ventile. Man kann praktisch nur Naturtöne spielen. Genau, ja. Wie bei den Fanfaren im Prinzip. Ja, wir haben bei diesen Parforsörnern natürlich, gibt es ein Ventil. Ne? Mhm. Das hat den Sinn, dass man halt normalerweise ist eine S-Stimmung. Mhm. Und es gibt auch diese kleinen Parforsörner, die kleinen Fürs Bläsörner. Und wenn wir da gemeinsam da jetzt musizieren, brauchen wir dann dieses Ventil, dass man halt dann in dieser Stimmung mit den Bläsörnern auch mitspielen kann. Hermann, du bist der Hornmeister im Verein. Mhm. Ja, und ihr macht ja auch viel bei Wettbewerben mit. Wie intensiv probt man denn da vor so einem Wettbewerb? Ja, also proben tun wir, wenn es wirklich geht, zu dem Wettbewerb hin, 2-mal in der Woche. Mhm. Und das ziehen wir mehr oder weniger immer dichter, das Probennetz. Mhm. Am Anfang proben wir alle 2 Wochen und das wird halt dann quasi so nach Bedarf und die Leute nicht spuren, dann mache ich vorher mehr Proben und sonst. Aber die sind recht brav. Aber Sie folgen da schon, oder? Ja, also noch relativ wenige Proben. Sehr gut. Nein, also, natürlich, wir proben regelmäßig im ganzen Jahr, aber so alle 2 Wochen, alle 3 Wochen einmal. Und je nachdem, wo dann die Auftritte kommen, wird es natürlich dann dichter, die Geschichte. Recht herzlichen Dank. Schön, dass wir also heute auch Jagdhornbläser da haben. Und ich schaue jetzt zur Wirtshausmusik. Ja, und die 4 Musikanten sind also auch im Mostviertel daheim. Bertel, ich habe gehört, du machst selber auch einen Most. Hast einen großen Obstgarten. Stimmt, was stehen da alles für Obstbäume drin? Ja, es sind hauptsächlich alte Obstsorten. Mhm. Das ist mir Anliegen, dass man eben die alten Obstsorten erhält und auch noch für die Nachwelt eben wieder verfügbar macht. Mhm. Also und das Apfelsorten. Sind eben Apfelsorten und Birnen. Das Mostviertel ist eben für die Mostbirnen ganz bekannt. Ja, und dem habe ich mich halt hobbymäßig gewidmet. Das andere Hobby, die Musik, hast du ja inzwischen zum Beruf gemacht. Der Bertel hat mit 29 Jahren in Wien Musik studiert, angefangen zum Studieren. Stimmt, ja. Und bist also jetzt Musikschullehrer beim Musikschulverband. Ja, und die Volksmusik, die liegt dir also besonders am Herzen. Du organisierst ja jedes Jahr bei euch in Krestenland ein Volksmusikseminar. Genau. Ja. Und das war auch so ein bisschen die Geburtsstunde von eurer Musi, oder? Das stimmt, ja. Mhm. Also die haben alle einmal mitgemacht beim Seminar. Ja, und ich habe es dann einmal gefragt, ob sie mitspielen wollen, dass wir was machen miteinander. Und somit sind wir eine richtige gestandene Krestener Partie geworden. Du bist Musiklehrer. Was macht ihr beruflich, Peter? Ich bin Landwirtin. Aha. Also hast du Milchwirtschaft? Ja, wir haben Milchwirtschaft. Mhm. Was machst du, Elisabeth? Ich bin Psychotherapeutin. Aha, ganz was anderes? Ja, die Musik ist für mich der Ausgleich. Sehr gut. Und was machst du, Gerhard? Ich bin Zimmerer und habe eine Hobbylandschaft daheim. Ja, und jetzt hören wir von euch ein schönes Stückl, wahrscheinlich eins von dir, Bertel. Ja, so ist es. Die Scheib Trucher Polka. Bitte. Thank you.
Und ein schöner Walzer drauf haben uns die sechs jungen Musikanten gespielt. Schnaps Idee heißt sich die Gruppen. Ja, die meisten studieren noch Management und Maschinenbau, Informatik und Wirtschaftsinformatik. Und der Georg an der Gitarre ist von Beruf Förster, und zwar in Weidhofen an der Ips. Ja, Wald habt ihr natürlich genug, gell? Es gibt ja im Mostviertel auch mehrere Naturparks. Hab ich gehört, hast du da auch irgendwas zum Tor? Genau, bei uns gibt es den Naturpark Weidhofen-Opponitz und weitere zwei gibt es noch Ötscher Dormeier und Eisenwurzen. Und bei den anderen Naturpark, den haben wir auch in unserem Also das Forst. Gehört zu deinem Revier sozusagen dazu. Genau. Ja, was gibt es denn überhaupt bei euch zum Jagen? Ist das ein gutes Jagdrevier, das Mostviertel? Ja, gibt es schon allerhand. Wir können da die Jagdhornbläser vielleicht ein paar mehr erzählen. Rehwild und Rotwild, Muffiwild gibt es auch. Muffiwild, was ist das? Das sind Schafartige, Witter, sagt sie vielleicht dazu. Witter sagen wir, ja, genau. Genau, Muffischaf. Und die muss man auch schießen. Die sind auch im Abschussplan drin, aha. Ja. Ja, was so ein Försteralltag im Mostviertel mit sich bringt, das schauen wir uns jetzt an. Wir haben nämlich einen Georg in seinem Revier begleitet. Im Wald direkt oberhalb von Weidhofen an der Ips ist der Georg heute unterwegs und markiert die Bäume, die vom Käfer befallen sind. Ich arbeite am Magistrat der Stadt Weidhofen. Und der ganze Magistratsbereich, der hat so ca. 5000 Hektar Wald. Und da machen wir halt auch, ja, Beratung für die Landwirte, Förderungen oder auch helfen wir einer Käferbaumsuche. Die sind halt schon ersichtlich. Und der Käfer kann sich aber in die gesunden Bäume natürlich auch befinden, weil er halt rausfliegt dann. Und schaue ich nach, ob er drin ist, in der Rinden. Und beziehungsweise, wenn man da ein paar Mal sieht, dann nimmt man den auch mit. Das nennt man Rändeln, dass man auch Bäume noch mitnimmt. Mhm. Weil meistens dann, wenn er umgeschnitten wird, sieht man es dann eh ganz gut, ja. Dass der Käfer noch drin ist. Und auch den Übeltäter sieht man auch. Das ist der Baum da unten, der was liegt. In dem Baum, also den hat es wahrscheinlich irgendwann einmal bei einem Sturm, bei einem Föhnsturm oder was hat es denn umgehauen.
Und dann streut der Baum sofort die Pheromone aus. Also die sind für unseren Geruch sind, nicht riechbar, nicht spürbar. Aber der Käfer weiß das sofort, okay, da muss er dann hin. Und dann befällt er den. Und das erste Mal ausfliegen, mehr oder weniger, fliegt er dann die Baum nebenan. Fliegt er dann an. Es gibt ja eine Vielzahl an Käfern, die was die Bäume mehr oder weniger befallen, aber der eine, der was sich halt so invasiv vermehrt, das ist der große Buchdrucker, der Ips typographus. Der Ips typographus ist landläufig bekannt als der Fichtenborkenkäfer. Da sieht man es ganz gut. Die Fraßgänge, den Muttergang, das ist der große. Und da sind die ganzen Fraßgänge dann für die Kleinkäfer, die gehen dann so seitlich da rein. Und da sieht man so einen Käfer. So schaut er aus. Borkenkäfer, der Größe ist er. Wenn die Bäume markiert sind, müssen sie so schnell wie möglich gefällt und aus dem Wald entfernt werden. Da sieht man es jetzt da ganz gut. Das Bäume. Dort auf überall. Da sieht man eins. Das ist frisches Bäume vom Muttergang. Und das ist dann Alarmstufe Rot, da gehört der Baum dann auf alle Fälle gefällt. Genau, und da sieht man jetzt da den frischen Borkenkäfer. Die Trockenperioden im Sommer hat natürlich auch der Baum weniger Wasser, weniger Speicherkraft. Und da ist er halt anfälliger, der Baum. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen vom Menschen selber gemacht. Natürlich, wo nur Fichten sind, fühlt sich der Buchdrucker halt ganz wohl, weil er halt gleich umspringen hat. Ja, und die haben halt da zumals gesetzt, weil es halt für die Wirtschaft gut war, weil sie halt Häuseln zum Bauen gebracht haben, weil es schnell wächst, das Holz auch. Und deswegen schauen wir jetzt auch rundum herum. Also wir gezielt in unserem Forstbetrieb, dass man halt gemischte Bestände hat, dass man Tanne, Eiche, Ahorn, solche Baumarten mehr hat. Aber ich glaube, das Umdenken gibt es jetzt eh in ganz Mitteleuropa, dass jetzt da jeder nicht mehr nur Fichten setzt, sondern halt die anderen Sachen auch wachsen lässt. Und dann hat uns der Georg noch einen von seinen Lieblingsplätzen da in der Gegend gezeigt. Da unten, was man da sieht, das Konradsheim, da bin ich aufgewachsen. Auf einer Landwirtschaft. Und ja, ist ganz gut, hat man gute Aussicht. Ist mit den Mahlen auch ganz gut rauffahren. Da rauf? Ja. Vier Musikanten von der Wirtshausmusik sind im Mostviertel daheim
Und der Initiator und der musikalische und organisatorische Leiter ist der Bertel Eppensteiner. Bertel, die Musik hat dich eigentlich so dein ganzes Leben begleitet. Du hast ja vorher auch schon Tanzmusik und Schlagermusik gemacht. Stimmt. Aber du bist wieder zurück zur traditionellen Volksmusik. Warum? Es ist an und für sich so gewesen, ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo es eben Volksmusik gegeben hat. Also meine Eltern haben Volksmusik gemacht. Mhm. Und wir sind halt mit dem Vater auch so zur Volksmusik gekommen, haben miteinander gespielt. Und das ist irgendwie so back to the roots, kann man sagen. Mhm. Also man lebt einmal eine Zeit das Ganze durch und dann kommt man ja irgendwo wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Zu den Wurzeln, genau. Das auswendige Musizieren ist für dich besonders wichtig. Wie machst du das mit deinen Schülern? Lernen die jetzt die steirische rein nach dem Chor oder verwendest du da schon auch Noten? Nein, wir dann das schon kombinieren. Da gibt es ja eine Griffschrift, speziell auch für die steirische Harmonika. Also die. Und es ist natürlich immer das große Ziel, dass die Kinder, die jungen Leute nachher da die Stücke auswendig dann spielen. Und somit haben sie ja mit den Noten eine Möglichkeit, daheim zu üben. Und das ist eine große Hilfe. Genau. Ja, also auswendig spielen auf alle Fälle. Auf alle Fälle, ja. Du hast zum Glück deine Ideen für Stückel auf Noten festgehalten. Es gibt ein Notenheftel von dir. Ich weiß nicht, ob du das dabei hast. Ja, habe ich mitgenommen. Hast du? Genau, Volksmusikstücke von Bertel Eppensteiner. Und die Petra hat dieses Notenheftel auch sogar noch mit schönen Zeichnungen illustriert. Wie viele Stücke sind denn da drin von dir? Da sind jetzt einmal 12 drinnen. Mhm. Das ist einmal ein Anfang. Und dann werden wir mal schauen, wie viel da so nachkommt. Gehen wir noch nach, ja. Gell? Also ja. Du hast schon ein paar im Kopf, ja, oder? Ja, es sind noch ein paar in Reserve, ja. Aha. Ja, so. Werden wir mal schauen, die nächsten 5, 6 Heftel dann. Ja. Elisabeth, du bist ja auch mit Volksmusik aufgewachsen, oder Gesang. Der Gesang genau. Hat in deiner Familie eine Rolle gespielt. Genau. Wie wichtig ist dir jetzt so dieses Musizieren mit der Wirtshausmusik? Ja, sehr wichtig. Mhm. Nachdem ich in der Kindheit schon gesehen habe, dass Volksmusik einfach ein wunderbarer Ausgleich zum Alltag ist, habe ich mir das erhalten, weil das hat sich bewährt. Und es ist einfach schön, es macht Spaß, mit die drei zu musizieren. Ja, und jetzt hören wir von euch einen schönen Bayerischen. Thank you.
Dank, der Wirtshausmusi. Und da haben wir jetzt vier junge Musikanten aus Sonntagberg, Sunderberg sagt sie ja. Also dort, wo die schöne barocke Basilika steht, das Wahrzeichen vom Mostviertel. Ja, und für euch ist die Musik so wichtig, dass sie drei von euch entschieden haben, auf das Musikgymnasium nach Linz zu gehen. Fahrt ihr da dann jeden Tag hin und her, Laura? Ja, genau. Das geht ganz gut mit dem Zug. Wie lange fahren wir da? Ungefähr 50 Minuten. Mhm. Aber yeah, man kann die Zeit ja im Zug ganz gut nutzen, Hausaufgaben machen, oder? Ja, oder mit den Freunden quatschen. Aha. Genau. Ja, macht ihr da auch Volksmusik am Gymnasium oder ist das mehr auf klassische Musik ausgelegt? Also wir haben einen Schulchor, der ist eher auf das Klassische ausgelegt. Aber es gibt eben auch verschiedene Ensembles, die sie während der Schulzeit bilden, wo sie dann in der Klasse Freundschaften ergeben und wo man sich dann entscheidet, dass man vielleicht Volksmusik miteinander spielt oder so. Ja, ihr seid praktisch da in Oberösterreich. Wie schaut es denn da mit dem Dialekt aus? Gibt es Unterschiede zwischen Niederösterreich und Oberösterreich? Also gibt es Ausdrücke, andere Ausdrücke? Wir sagen ja, da haben Menscher und die dort sagen Mescher, also in Oberösterreich. Was heißt Menscher überhaupt? Ja, also wir sind Menscher. Madeln. Madeln. Genau. Ach so, also Dirndl, Madeln. Ja. Du und die Lucia, ihr seid ja in einer Volkstanzgruppe aktiv. Was tragt ihr da für eine Tracht? Ja, bei der Volkstanzgruppe, da haben wir das Ibstaller Alltagsdirndl. Also wir haben alle denselben Schnitt und jeder hat eine andere Farbe. Für die Menschen halt, die haben alle eine unterschiedliche Farbe vom Dirndl. Mhm. Genau. Und da macht ihr dann praktisch Figurentänze, oder? Genau. Mhm. Wie schaut es mit dir aus, mit dem Tanzen, Gerhard? Ja, also... nicht ganz so, spielst du lieber? Nein, ich bin bei der Volkstanzgruppe als Tänzer und einer der Spieler. Mhm. So, wenn es gemütlich ist, beim Stammtisch einmal ein paar Brücken, aber sonst halt nicht. Nicht im Verein. Aber da passt jetzt das Lied, wo sind denn die lustigen Tanzer? Und das hören wir jetzt von den Sunderberger. Wo sind denn die lustigen Tanzer? Wo sind denn die lustigen Buben? Ich hör's Klarinettl und das Bassettl kann immer sitzen, mich dran gleich auf der Stühl. Ich hör's Klarinettl und das Bassettl kann immer sitzen, mich dran gleich auf der Stühl. Die ersten drei Tanzer, die zweiten drei auch gleich dazu. Solange wir die Musik jetzt denk ich uns haben gelernt, krieg ich nicht genug. Gib kein Ruhe, wir sind davor. Solange wir die Musik jetzt denk ich uns haben gelernt, krieg ich nicht genug. Für Titz kriegen die Spüleid ein Liter, für die Nasen ein Prissschnupftabak. Denn z'lang dort ja eh nicht da und kennen ja gar a Wischer zu die schönen Dirndl, wo draußen da das gleich. Denn z'lang dort ja eh nicht da und kennen ja gar a Wischer zu die schönen Dirndl. Vor Dresden, da das Klein.
Der Jagdhornverein Windhag hat schon bei vielen Landeswettbewerben mitgemacht und einen Preis nach dem anderen abgerammt. Ja, sie haben auch viele Profimusiker mit dabei. Und der Martin Rettensteiner, der ist derzeit bei der Militärmusik. Genau. Aber du bist gelernter Fassbinder. Und die Firma, bei der du gelernt hast, die steht in Weidhofen. Ist, glaube ich, eine der größten Fassbinderwerkstätten. Genau. Der heißt sie. Das ist die Firma Stockinger. Aha. Und da hast du eine Ausbildung gemacht. Wie lang war das? Das waren 3 Jahre. Mhm. Wie weit werden denn diese Fassel geliefert? Überall, wo Wein wächst. Also in die ganze Welt. Aha. Von Großabnehmer Frankreich, Italien, bis nach Südafrika, Nordamerika beliefern wir eigentlich die ganze Welt. Mhm. Aber ihr macht die Fasseln rein aus Holz, oder? Genau. Und was für ein Holz nimmt man da her? Zum Großteil Eiche, mhm, auch Akazie. Und nur in speziellen Fällen nimmt man anderes Holz. Mhm. Ja, also bei uns in Bayern heißt der Fassbinder ja auch Schäffler. Das leitet sich vom Holzschaffe ab. Mhm. Woanders auch dann Büttner, hat keinen Erdbegriff. Noch, ja. Okay. Ja, wir waren auch in der Firma Stockinger und haben uns erkundigt, wie so ein Fassel gemacht wird. Nicht weit weg vom schönen Ortskern von Weidhofen werden die beliebten Fasseln der Firma Stockinger hergestellt. Je nach Wunsch fertigen die 35 Mitarbeiter Weinfässer an für Kunden aus der ganzen Welt. Der Fassbindermeister Alex Wachauer zeigt uns die verschiedenen Arbeitsschritte. Das Fass wird erhitzt, und zwar aus diesem Grund, die Wärme von innen und die Tauben werden außen auf der Außenseite mit Wasser einbefeuchtet, sodass sich die Fasern biegen lassen. Sonst würde das Holz wieder brechen, wenn man das jetzt birgt. Und jetzt muss das einmal warm werden, das Fassel, außen, wenn die Oberfläche außen ein bisschen warm wird, ganz leicht warm wird, so kann ich beginnen zum Ziehen. Dass wir warten jetzt schon circa eine halbe Stunde, bis das Feuer so richtig reingeht, durchs Holz durchgeht nach außen. Und dann können wir zum Zusammenziehen beginnen. Wir nehmen nur Eichenholz aus der europäischen Region. Das kommt aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien. Das sind die Eichenwälder, wo wir unser Holz kaufen. Wie befeucht ist das Fass? Von außen mit Wasser, wie wir zuerst geredet haben, sodass die Fasern sich biegen lassen. Das muss man natürlich während des Vorgangs mehrmals machen. Wir sehen also da, wie der Gregor und der Hubert Kopfreifen, Zwingelreifen, Halsreifen und Bauchreifen antreiben. Das Fass wird jetzt dann in die
Form gebogen. Ja. Bei dem Fass sehen wir, dass das gebogen ist. Also die Fugen auf der unteren Seite sind alle benannt. Ja. Jetzt wird das umgedreht, die Reifen kommen auf der anderen Seite wieder drauf. Und dann wird das, der Arbeitsvorgang nennt sich Nachfeuern. Und da wird das Holz wieder starr gefeuert und auch die Toastung innen gemacht. Ja? Die Toastung heißt, die Farbe innen im Fass, je nachdem wie hoch ich das Feuer mache, wird, bleibt hell oder wird dunkel oder mitteldunkel. Da gibt es verschiedene Toastungsorten. Wenn ich jetzt eine starke Toastung drin habe, dann sind das Kaffeenoten. Das heißt, der Gerbstoff wird karamellisiert und gibt dann eine gewisse Kaffeenote an. Wenn es jetzt hell los, so wie bei uns, das sind unsere Fässer, sind so 90% alle hell, innen, 90% alle hell, dann ist das mehr die Eichenfrucht, der Eichenfruchtgeschmack. Ja? Neutral im Endeffekt. Das können wir mit unseren Fässern heute halt dann auch bewirken. Jeder Mitarbeiter sollte alle Arbeitsschritte beherrschen. Gleich ob im Umgang mit Holz oder den Metallreifen. Nach dem Ausfeuern wird das Fass ausgehobelt und der Boden genau angepasst. Dann wird gedämpft, abgeschliffen und am Schluss die Armaturen angebracht. Zum Schutz und zur längeren Haltbarkeit kommt auf das Fassel ein chlorfreier Lack. 30, 40 Jahre sollte das eigentlich schon halten, das Fass. Kommt aber auch auf den Keller drauf an. Ist es recht ein feuchter Keller, hält es nicht so lange, ist ein trockener Keller und wird das Wasser oft gereinigt, hält es wirklich gut. Dann, wenn sich der Winzer mal kümmert drum, dann hält es natürlich länger. Einen Bauernmarsch haben wir gehört von der Stubenmusik Berger. Fünf Brüder, die sich in ihrer Heimatregion sehr für die Volksmusik einsetzen. Christoph, besonders viel Arbeit macht wahrscheinlich die Volksmusikantenwallfahrt auf den Sonntagberg, die ihr ja jedes Jahr organisiert. Wie lange macht ihr das schon? Ja, mittlerweile seit 11 Jahren. Mhm. Also nächstes Jahr kommt dann die 12. Wallfahrt. Haben wir schon viele Musikanten, die da drinnen sitzen, auch dabei gehabt bei unserer tollen Wallfahrt. Und sind natürlich alle recht, recht herzlich eingeladen. Am letzten Sonntag im April findet das immer statt. Eine wunderschöne Pilgerfahrt am Sonderberg in der Basilika.
Und nach der Messe, wie geht es dann weiter? Ja, nach der Messe dann beginnt das Gemütliche natürlich. Es gibt dann von der Jugend dort, von der katholischen Jugend, die machen wir Agape hinten nachher zur Stärkung. Aha. Und dann wird natürlich in die Wirtshäuser aufgespielt, am Sonntagberg, beim Mostheiligen Bogner, da wo wir wegmarschieren. Dort gibt es dann nur einen Ausklang an Gemütlichen. Da gibt es noch Nachhinmusizieren für alle jene, die noch Zeit haben und dort das so recht gemütlich sitzen dann. Gibt es denn eigentlich die typische Mostviertler Volksmusik? Also wenn man so die Wiener Schrammelmusik her, die ist ja ganz anders. Von welcher Richtung her wird denn eure Volksmusik beeinflusst? Grundsätzlich ist die Volksmusik, die wir machen, natürlich eine typische alpenländische Volksmusik. Mhm. Wie du das mit den Schrammeln ansprichst, den Einfluss gibt es eigentlich bei uns in der Mostviertler Volksmusik eigentlich gar nicht. Gar nicht, genau. Es ist zwar gar nicht so weit weg, genau, aber trotzdem. Ganz genau. Und auch dieses Slawische oder was ja auch in der Wiener Volksmusik drinnen ist, gibt es eigentlich bei uns gar nicht. Mhm. Es ist natürlich jetzt schon so, dass ja in der modernen Zeit jetzt auch modernere Klänge in die Volksmusik interpretieren. Aber sonst ist es so, dass man wirklich eine ganz schöne, reine alpenländische Volksmusik spielt. Also eher so, richtet sich euch eher so nach der Steiermark aus? Ja, oder Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, das ist so das. Ja. Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Trachtenkapelle Artstetten unter der musikalischen Leitung vom Herbert Reiter. Artstetten, wo wir heute sind, liegt ja nördlich der Donau zwischen Melk und Ips. Und man sagt da Nibelungengau dazu. Also ich kenne eigentlich bloß das Nibelungenlied oder die Sage. Also das hat da praktisch in dieser Gegend gespielt, diese... Genau. Ja. Mhm. Also die Gegend, also vom Westen her kommend, von Grein, ist der Strudengau. Und dann schließt es in der Gegend rund um Ips und Bersenberg an. Da beginnt der Nibelungengau und geht bis Melk. Da beginnt dann die Wachau. Und jetzt hören wir von euch eine schöne Polka. Wie heißt sie genau? Die Tonis Musikantenpolka. Bitte. Also, auf geht's mit der Tonis Musikantenpolka. Ich darf ganz herzlich begrüßen die derzeitige Schlossherrin vom Schloss Artstetten, die Gräfin Alix.
Sie ist die Ururenkelin von Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich und bewohnt also mit ihrer Familie dieses Schloss. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie groß ist denn die Familie? Die Familie ist recht groß, so dass das Schloss manchmal zu klein wird. Aha. Ja. Also wie viele Kinder haben Sie? Fünf. Fünf Kinder, also Sie bewohnen das Schloss zu siebt sozusagen? Ja. Und brauchen alle Räumlichkeiten? Brauchen alle Räumlichkeiten. Ja. Ich habe gehört, Sie haben ja auch schon Ihre Kindheit da im Schloss verbracht. Ja, genau. Und man lebt ganz gut in einem Schloss. Also man stellt sich das so märchenhaft vor, aber ich kann mir natürlich vorstellen, so ein altes Gebäude instand zu halten, das ist auch eine Aufgabe, oder? Das ist natürlich eine Herausforderung. Mit Kosten verbunden, ja. Wie schaffen Sie das? Also einerseits ist es doch traumhaft und mit dem Tourismusbetrieb, der inne ist, funktioniert es eigentlich ganz gut. Also Schloss Artstetten ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit da in der Gegend und wir haben uns dort auch ein bisschen umgeschaut. 1823 erwarb das österreichische Kaiserhaus das Schloss Artstetten. Also Kaiser Franz ist der Ursprung für diese verschiedenen Schlösser im südlichen Waldviertel, Mostviertel, wo wir jetzt hier sind. Da gehört Schloss Persenbeug dazu, das ist auch noch im Privatbesitz, Schloss Liubereck, Pöckstahl, das sind verschiedene Schlösser. Und Kaiser Franz hatte hier sein Jagdrevier. Und gleichzeitig war es sehr wichtig, aus dem Waldviertel das Holz nach Wien zu bringen und zu befördern. Da lag eben die Donau perfekt. Nach Kaiser Franz kam das Schloss in den Besitz der Erzherzöge Franz Karl und später Karl Ludwig, der den Schlosspark umgestaltete. Karl Ludwig kommt dann direkt eigentlich in meine Familie, weil er ist dann mein Ur-Ur-Urgroßvater. Die Schlossparkanlage, also dieser Naturschlosspark, geht eigentlich zurück auf Erzherzog Karl Ludwig. Kaiser Franz war noch, das war 1823 sagen wir, da war hier noch so ein bisschen Weingegend und so Weinterrassen. Das hat sich dann sehr verändert und Erzherzog Karl Ludwig hat dann diesen Landschaftspark angelegt mit diesen uralten Bäumen, die wir jetzt genießen können. Und Erzherzog Franz Ferdinand, sein Sohn, hat dann diesen Rosengarten angelegt und einige Veränderungen gemacht. Also Erzherzog Franz Ferdinand ist unbekannt. Wir kennen ihn alle nur weltweit aus dem Geschichtsbuch durch das Attentat in Sarajevo und der Beginn des Ersten Weltkrieges. So ist er eigentlich bekannt. Die Persönlichkeit von ihm erzählen wir hier im Schloss, im Museum und ist eigentlich recht spannend. Er entscheidet, er möchte aus Liebe heiraten und ganz untypisch eigentlich und in der Zeit, weil in seiner Position zukünftiger Kaiser sollte er aus politischen Gründen heiraten. Und nein, er heiratet und kämpft um diese Liebe, die Sophie Kotek. Und die ist eine Gräfin aus Böhmen und eine uralte Familie, aber eine Gräfin und er hätte eine Prinzessin heiraten sollen. Und er erkämpft sich diese Liebe und der Kaiser Franz Josef sagt, okay, nach 5 Jahren sagt er, okay, ich kann dich nicht davon abbringen, du darfst sie heiraten, aber du musst ein Eid machen. Und es gab so einen Akt, wo er entschlossen wurde, dass alle seine Nachkommen den Namen Hohenberg tragen. Wenige Meter oberhalb steht das schöne achteckige Gartenhaus und davor das in Stein gefasste Schwimmbecken. Also der Erzherzog Karl Ludwig, der hat liebend gern gebadet und hat sich einen tollen Badeteich anlegen lassen. Und die Form ist sehr spannend. Wenn man so sieht, würden alle sagen, um Gottes Willen, es ist so grün, man geht da schwimmen. Aber tatsächlich springen wir regelmäßig rein. Also wir schaffen es eigentlich bis Mitte Oktober. Mal schauen, wie sich das Wetter hält. Thank you.
Recht herzlichen Dank der Wirtshausmusi. Und ich stehe jetzt da beim Jagdhornverein Windhag. Ja, ihr Bläser habt ja alle einen Jagdschein. Das ist bei euch in Niederösterreich, glaube ich, sogar Pflicht, wenn man im Jagdverein ist. Braucht man einen Jagdschein? Ja, genau. Ich erkläre das so, dass man, wenn man zum Jagdhornwettbewerb fährt, der in Niederösterreich ausgerichtet ist, dann hat man mehr oder weniger einen gültigen Jagdschein zu haben. Das heißt, die Jagdprüfung allein ist zu wenig. Dann hat man auch wirklich zum Jagen gehen. So steht es im Gesetz. Aha. Ja, also das heißt, man muss die, mehr oder weniger den Mitgliedsbeitrag einzahlen und ist dann wirklich aktiver Jäger. Ob man dann wirklich ausgeht, das ist dann eine Zeitsbeschränkung. Ja, und wer sind denn dann tatsächlich die aktiven Jäger bei euch? Wer, ja, der aktivste Jäger, der ist gerade Jagen. Der ist jetzt gar nicht da. Ach so, der ist gar nicht da. Ja, aha, und der zweitaktivste? Ja, der steht zum Beispiel rechts vor dir. Das ist der Vater. Das ist der Vater, der Hermann Madertaner Senior sozusagen. Genau. Also wenn im Herbst die Jagdsaison angeht, dann bist du mit Schürzen und Blasen beschäftigt, oder? Ja, meistens beides. Ja, ja, das ist so in der Früh. Da treffen wir uns dann die Jäger, natürlich auch die Bläser. Und da wird dann halt die Jagd anblasen und am Abend die Strecken wieder verblasen dann, wo sie dann geschossen worden ist. Also das heißt, es gibt für jedes erlegte Tier ein eigenes Signal? Eigentlich schon. Es gibt für jedes Tier ein eigenes Signal. Ja, und was müsst du am meisten spüren? Na ja, es kommt ein bisschen auf die Gegend drauf an, wo man jagt. Ne? Bei uns zum Beispiel ist es nicht so arg mit den Hosen, aber ein paar sind auch meistens dabei. Also müssen wir Hosen dort spielen, Rehe dort meistens. Und ja, so Fuchs natürlich auch, Raubwild, wenn anfällt auch. Und das ist bei uns auch gegen. Ne? Das kann ja stundenlang dauern. Also wenn das jetzt eine Jagd ist, wo viel geschossen worden ist, gute Jäger, da spielt es ja bis in die Nacht hinein, oder wie? Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wir spielen für jedes erlegte Stickel das Signal, sondern für alle gemeinsam. Ach so, schon. Das dauert dann nicht so lange. Also, dann ist es sehr gut. Du hast ja eine ganz musikalische Familie. Wie viele Kinder hast du? Ja, Kinder haben wir sieben. Sieben. Ja. Und wer ist jetzt da beim Jagdhornverein mit dabei? Na ja, beim Jagdhornverein, der Josef, der Franz und der Hornmeister, der Hermann. Ja, dann haben wir noch einen Neffe von mir, von meinem Bruder, der Sohn, der Christian. Und was uns besonders freut, unser jüngstes Mitglied, ist natürlich Hermann, seine Tochter, mein Enkel, die auch jetzt schon dabei ist. Also der halbe die Jagdhornverein besteht aus Madertaner, oder? Na ja, der halbe die nicht gehabt. Auf alle Fälle sind alle sehr, sehr musikalisch. Und es sind nicht nur ganz hervorragende Bläser, sondern sie kennen auch alle gut singen. Und das hören wir jetzt. Wir hören nämlich jetzt vom Jagdhornverein, vom Chor vom Jagdhornverein Windhag, des Jägers Morgengebet. Ich hab nur schönes goldenes Morgenrot und lass die weiten Himmel tagen. Zu deinem höchsten Throne, Herr und Gott, wir demutsvoll die Schritte wagen. Des Jägers Sorgen auch so weit entrückt, wenn Hirsch und Reh im Wald sich zeigen. Hubertus, Heiliger und Schutzpatron, lenk unsern Sinn und unser Trachten, dass heut und morgen wir und alle Zeit die wunderbare Schöpfung haben.
Ja, voller Inbrunst haben sie gesungen, die Jäger vom Jagdhornverein Windhag. Windhag ist ja ein Ortsteil von Weidhofen an der Ips. Und da kommen auch die sechs jungen Musikanten her von der Gruppe Schnapsidee. Gell? Manfred, du warst einmal im Instrumentenbau tätig. Ich habe einmal einen Ausflug gemacht, ein Jahr lang, in einer Instrumentenbaufirma. Was hast du da für Instrumente gebaut? Ja, von bis. Also ich war in einer Instrumentenbaufirma, die was grundsätzlich von der Piccolo-Trompete bis zur großen B-Tuba alles herstellt. Mhm. Und in der Zeit, wo ich dort war, haben wir hauptsächlich Flügelhörner gefertigt und ein paar Tenorhörner. Und was für mich ganz interessant war, wir haben zwei F-Tuben gebaut in der Zeit, wo ich dort war. Und das Dirigieren, das ist ja auch eine Leidenschaft von dir. Du bist ja Kapellmeister von der Stadtkapelle. Ja, genau. Also Weidhofen und Ips hat grundsätzlich besteht aus mehreren Ortsteilen und da gibt es 5 Blaskapellen. Und eine davon leitest genau, du sozusagen. Genau, eine, die Stadtkapelle Weidhofen und Ips, die darf ich musikalisch leiten. Sehr gut. Ja, und ihr seid ja auch alle bei der Blasmusik. Und noch was macht ihr recht gern? Bradeln. Das gibt es auch in der Steiermark, den Begriff. Was heißt das genau? Das heißt, dass man sich zusammensitzt und einfach gemeinsam spielt. Manchmal einfach fängt einer an, das spielen alle mit. Das ist quasi das Brauen. Aha. Und jetzt hören wir von euch die Roof Mountain Girls Polka. Also wenn ich das jetzt richtig übersetze, dann heißt das Dachbergmädel Polka. Hat es da mal irgendeine Begegnung mit Feschi Mädeln vom Dachberg gegeben? Der ist ja nicht weit weg. Ich habe das so gefasst, dass das Lied allen Frauen und Mädchen, die halt einmal am Dachberg aufgewachsen sind, gewidmet ist. Aha. Auf jeden Fall kann man auf diese Polka sicherlich gut tanzen. Und ich darf jetzt alle da herin zum Tanzen einladen. Wir sind nämlich schon wieder am Schluss von unserem Musikantentreffen angekommen. Schön war's in Niederösterreich. Ich darf mich bei allen bedanken fürs Mitmachen und fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Für Gott beinand. Thank you.